einem Kuss und Hessen Mädchen begann in Nizza die Tour de France der Sportwagenklasse. Die besten Langstreckenfahrer sind am Start. Die Strecke führt über 5400 Kilometer. Die Wagen werden aufs Äußerste strapaziert und auf dem ausgefallenen Kurs kommt es zu spannenden Positionskämpfen. Spitzenreiter Pollet auf Mercedes fällt kurz vor Paris aus dem Rennen. Das ist das Signal für das große Duell zwischen dem 300 SL von Stirling Moss und dem Ferrari Portagos. Denkbar knapp behält Portago die Oberhand und wird Sieger der dröhnenden Tour de France.